Tja, ich habe dafür noch keine Lösung gefunden. Vor allem am Wochenende bei schönem Wetter. Und das ist, wenn ich weniger Unterricht habe, aber wenn die Sonne scheint, habe ich mehr Strom und dann könnte ich mehr arbeiten. Aber für die meisten Tätigkeiten brauche ich Ruhe. Das heißt, naja gut, wenn ich ein Video auf Deutsch aufnehme und ich übersetze das auch nicht in die anderen Sprachen, dann macht es nichts, wenn im Hintergrund noch Leute zu hören sind, die reden. Aber wenn ich ein Audio aufnehme, zum Beispiel, vor allem für ein Video, was ich in allen Sprachen haben will, was also zum Sprachenlernen sein soll, dann sollte da kein Lärm im Hintergrund sein. Schreiende Kinder, schreiende Mütter, bellende Hunde, Autos, die umparken. Und es ist halt leider immer genau dann, wenn ich Sonne habe und genügend Strom habe. Genau dann, wenn ich Zeit habe und keinen Unterricht habe. Dann sind da, wo ich bin, viele Leute, egal wo ich bin. Es gibt manchmal Parkplätze, wo keine Leute sind oder fast keine Leute. Das sind zum Beispiel die an großen Straßen. Aber dann hat man immer diesen Autolärm und manchmal auch Motorradlärm. Aber irgendwo auf so einem Wanderparkplatz hat man halt den Lärm der Leute. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das auf Dauer lösen kann. Im Prinzip heißt es, ich muss Audios bei schlechtem Wetter aufnehmen, wenn ich eigentlich unter der Woche zwischen den Unterrichtsstunden oder nach dem Unterricht. Das ist immer dann, wenn ich schon müde bin und eigentlich Feierabend will. Das heißt, ich muss da durch. Wenn ich die Audios zu dem Zeitpunkt, wo ich Strom habe und editieren kann, bereit habe, dann kann ich editieren, wenn die Leute rumschreien und bellen und alles. Das ist mir dann egal. Beim Editieren brauche ich nicht gute Audioqualität. Ich meine, Ruhe wäre gut, aber ist dann nicht so wichtig wie beim Aufnehmen. Also, das heißt, Audios aufnehmen, wenn es zum Beispiel regnet oder wenn ich an einem ruhigen Ort bin, wo ich entspannen kann, weil da keine Leute sind. Ja, das sind halt so Dinge, die man dann in Kauf nehmen muss, dass man dann die Zeit, und die man in Ruhe verbringen könnte, nicht nur zum Entspannen nutzen kann, sondern ein Teil davon eben auch Arbeit ist. So, jetzt ist hier Schatten und ich gehe jetzt mal wandern. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, irgendwie kurz vor 6 oder so. Ich werde hier bestimmt nicht zum letzten Mal hergefahren sein. Mal gucken, wie der Abend wird. Ob es da irgendwie laut wird, ob da Leute kommen. Aber vielleicht habe ich Glück. Ist das hier schön? Also, das ist eigentlich so genau die Art von Paradies, die ich am liebsten mag.
Wanderweg und ein wunderschöner Bach. Oh mein Gott, ist das schön. Herrlich. Und diese ganzen moosüberwachsenen Steine und Bäume sind so hübsch. Hier sind so eine Menge Pools. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh. Es gibt Leute, die hier am Abend sind, scheinbar. Noch so viele tolle Pools. Wunderschön. Das Coole ist jetzt auch, jetzt ist es ruhiger geworden, es sind weniger Leute da. Habe ich mir einen guten Platz ausgesucht. Ja, ich habe gerade Brian Tracy angehört. Ich habe ja als YouTube-Premium-Mitglied die Möglichkeit, Videos runterzuladen, um die später, wenn ich keinen Empfang habe, anzuhören. Und naja, ich hätte jetzt zwar noch genug Strom gehabt, um ein Video zu editieren, aber ich habe nicht dran gedacht, dass ich die Präsentationen runterlade, da wo ich die Audios schon aufgenommen habe. Und ohne Empfang geht's nicht. Naja. Also habe ich stattdessen ein Produktivitäts-Audiobook angehört. Und naja, eigentlich geht es da nicht nur um Produktivität, es geht auch um Glück. Das heißt, von Brian Tracy, no excuses. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch dann keine Entschuldigungen heißt. Auf jeden Fall ist es wirklich cool, weil es mich mal wieder an das Wichtigste erinnert hat. Nämlich, wenn ich die Kontrolle über mein Leben haben will, muss ich die Verantwortung dafür übernehmen, was passiert. Und mich nicht beschweren. Also wenn ich keinen Strom habe, dann bin ich selber schuld. Weil ich nicht, wenn die Sonne gescheint hat, in der Sonne gestanden bin und das Solarpanel ausgebreitet habe. Oder im Restaurant war, um die Batterie zu laden. Mein Gott, ist das hier schön!
herrlich. Also sowas ist mit Abstand meine Lieblingslandschaft. Ein Fluss im Wald und links und rechts moosige Steine. So schön. Da kommt das Wasser von allen Seiten. Von da und von da. Ein magischer Ort. Auch dieses Licht hier. Irre. Der Rührung. Weil es so schön ist. Da, der Pool ist ja krass. Da werde ich morgen früh baden. Da, und das Audiobook hat recht, der Brian Tracy hat recht. Ich wäre selber schuld gewesen, wenn ich jetzt hier nicht wandern gegangen wäre. Oder wenn ich überhaupt nicht hierher gefahren wäre. Oder wenn ich mich durch die Anzahl der Leute und den Lärm hätte abschrecken lassen. Wenn ich weggefahren wäre, ohne das hier zu sehen. Ja, ich muss noch mal an zwei Orte hinfahren, wo ich den Wasserfall noch nicht aus der Nähe gesehen habe, wo ich aber weiß, dass man ihn aus der Nähe sehen kann, ohne sich großartig, so wie ich es schon einige Male gemacht habe, durch Brennnesseln und so kämpfen zu müssen. Der eine, da waren viele Leute und irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr. Also selber schuld. Und der andere, da bin ich zweimal den falschen Weg gegangen. Offensichtlich gibt es einen dritten Weg, den ich noch nicht gefunden habe. Aber da muss ich eben noch mal genauer schauen. Vielleicht auch im Dorf fragen. Oh, da ist ja der richtige Wasserfall. Oh, wow. Wow. Nochmal Pools. Da und da hinten und da unten und da drüben. Oh mein Gott. Das ist echt ein Paradies hier. Das ist total krass. Das ist irre. Oh Gott. Da oben ist auch ein Pool. Wie kommt man da hin? Naja. Naja, leicht ist es nicht, aber man käme da hin. Und da hinten ist eine Höhle. So schön. Thank you.
Ich werde total verwöhnt von mir selbst. Einfach nur, weil ich beschlossen habe, ich will hier in der Auvergne die ganzen Wasserfälle sehen. Genauso wie ich mir in Italien plötzlich eingebildet habe, ich will in der Toskana die ganzen heißen Quellen besuchen. Thank you.